Diese ganze Tasche ist eigentlich mit Make-up voll. Hey ihr Lieben, wir haben die 100.000 Abonnenten geknackt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin euch wirklich so dankbar. Und ich habe heute einen wirklich, wirklich XXXXL-Haul. Also diese ganze Tasche ist eigentlich mit Make-up voll. Und das ist schon ziemlich krass. Das ist eigentlich meine Goodie-Bag von der Glow. Bisschen verspätet, aber ich dachte mir trotzdem, ich lasse euch das auf jeden Fall nicht entgehen und zeige euch echt alles, was ich da bekommen habe. Wenn ihr dann auf jeden Fall von ein paar Produkten einen näheren Test haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann mache ich auf jeden Fall nochmal so ein näheres Testvideo dazu. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es gibt auf jeden Fall eine mega coole Verlosung. Ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall euch was von diesen ganzen Produkten abgeben. Deshalb... Eine kleine Sache noch. Ich plane ein Snapchat Q&A zu machen. Folgt mir doch bei Snapchat, damit ihr die Chance habt, in den Snapchat Q&A dabei zu sein. Und ich werde dann auf Snapchat das die nächsten Tage mal ankündigen und dann könnt ihr mir da Fragen stellen. Ich fange an mit nix und zwar ist das die beste Goodie Bag. So eine Tüte und die ist echt, also richtig viel Make-up voll. Das ist schon ziemlich krass. Also die haben einem richtig gegönnt. Wo fange ich mal an? Ich muss mich erstmal hier ein bisschen sortieren. Zuerst einmal sind in dieser Goodie Bag einfach mal alle Farben der NYX Lingerie Reihe. Ihr wisst, dass ich NYX Lingerie mega mag. Meine Lieblingsfarbe ist von da Embellishment. Und es ist so krass, das sind insgesamt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Liquid Lipstick in diesen verschiedenen Nude-Tönen. Ups. Und ich bin sowas von, also... Ich liebe die. Die Haltbarkeit ist so gut. Und ich habe einfach mal... Die kosten einzeln 8 Euro. Ich habe einfach 10 Stück von denen in dieser Goodie Bag. Das hätte einfach schon gereicht. Aber da kommt noch viel mehr. Dann geht es weiter mit diesen 3 Konturpaletten in 3 verschiedenen Tönen. Also da haben die total mitgedacht. Und da ist sogar wirklich auch eine Konturpalette für unsere Hautfarbe drin. Und zwar ist das dann die 03. Und das ist die 01. Und das ist die 02. Ich halte mal alle 3 nebeneinander. Also... Man sieht schon den Unterschied, ne? Dass es immer dunkler wird. Auf jeden Fall echt cool. Dann waren da einfach auch mal solche. Das ist die Away We Glow Reihe anscheinend. Und da haben die wirklich alle Farben, die die da im Sortiment haben. Also es sind so Highlighter. Und da haben die wirklich auch alle, die die im Sortiment haben, reingetan. Teilweise manche auch doppelt. Also da werde ich auf jeden Fall auch was da... verlosen von. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das ist. Es sieht am Anfang, wenn man sich jetzt diese verschiedenen Farben anguckt, würde man jetzt denken, das ist Color Correcting. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir öffnen das mal und gucken. Was steht denn hier? Duo Chromatic Illuminating Powder. Aber so orange? Das muss doch locker Color Correcting sein, aber in Puderform? Oder ist das Lidschatten? Ist aber ein ziemlich großes Lidschatten. Bisschen peinlich, aber schreibt mir mal bitte drunter, was das ist. Oder ich gucke das vielleicht auch gleich mal selber nach. Langsam neigt sich die NYX-Tüte dem Ende zu. Dann sind hier noch 2 Lip Primer drin. Sind das eigentlich... Ach, das ist cool. Das sind 2 verschiedene Farben. Einmal in 01. Ja, Lippenstiftgrundierung halt. Habe ich auf jeden Fall noch nie ausprobiert. Und bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das funktioniert. Also das würde ich auf jeden Fall gerne dann auch in einem Video mal testen. Ob sich das dann anders anfühlt, der Lippenstift. Ob die Haltbarkeit besser ist. Oder ob auch die Farbe besser aussieht. Und als letztes dann noch den Angel Veil Skin Perfecting Primer. Weiter geht's mit BH Cosmetics. Da war ich bei dem Stand und habe den Besitzer gefragt, ob ich mir was aussuchen darf. Und dann hat er mir so 3 Sachen gegeben. Und zwar 2-mal solche Highlighter-Paletten. Und die Highlighter-Palette habe ich schon geöffnet. Und oh mein Gott, ich liebe die. Also wirklich, seitdem die Glow war und ich, wenn ich mich schminke, benutze ich immer diese Highlighter-Palette. Die ist so pigmentierend, also ich muss da wirklich nicht oft reingehen und der Glow ist da. Ich zeige euch die mal jetzt von innen. Und das ist ganz cool. Und welche Farbe ich benutze, ist die Vivid. Also hier sind jetzt mehrere. Ach, hier unten steht Glow. Vielleicht sollte ich auch mal Glow probieren. Auf jeden Fall Vivid habe ich bis jetzt probiert, habe ich jetzt auch drauf. Und finde einfach, dass das super, super gut aussieht. Und ich finde auch ganz gut, dass der Spiegel hier drin ist. Das mag ich auch immer, wenn Spiegel in solchen Paletten drin ist. Weil manchmal kann man dann mit sowas viel besser zum Licht gehen ans Fenster und kann sich dann halt direkt, ne, mit dem Pinsel rein und sich direkt schminken und muss halt nicht Palette und Spiegel halten. Geht ja auch nicht. Wie soll man sich dann schminken? Dann haben wir noch eine Nude Rose.
Das ist auch Skype and Glow. Das heißt, es ist Contour, Highlight und Blush. Das ist, glaube ich, für Anfänger was ganz Cooles, wenn man einfach drei schon hat. Da muss man nicht echt für Contour sich was raussuchen, für Highlighter sich was raussuchen und sowas, weil man einfach alles kompakt in einer Palette hat. Das finde ich richtig gut gemacht. Als letztes habe ich dann von BH Cosmetics hier solche Smoky Eye Essential 7 Stück Pinsel. Set. Das ist eigentlich ganz cool. So ein einzelnes Pinselset für das Augen-Make-up. Ich bin eh so, eigentlich mag ich gerne Augen-Make-up, mache es nicht so oft. Und man merkt schon, so die richtigen Pinsel verhelfen einem wirklich zu einem viel besseren Ergebnis. Also man kann viel besser verblenden und das sieht einfach viel besser aus. Kommen wir jetzt noch zu der Glow Bag. Die würde ich dann mal auspacken. Und danach geht's weiter. Ja, es sind echt viele, viele Produkte. Ich packe die jetzt mal aus. So, man hört schon klimpern. Bin gespannt. Erstmal die Bravo Girl. Wer ist das? Sind da nicht normalerweise immer so Menschen drauf, die man kennt? Oder tue ich mich gerade... Kennt ihr die? Sind da solche... diese Haargummis drin, ne? Finde diese Haargummis eigentlich ganz cool. Was einfach nur abfuckt, wenn die sich ausleiern. Weil dann kriegst du die einfach nie wieder zusammen. Ja, dann ist hier noch die Joy drin. Super, habe ich auf jeden Fall was zu lesen. Nie wieder Heißhunger. Das ist super. Hier geht's aber richtig rund. Einfach 8 heiße Sexträume. Das sind aber anzügliche Themen. So, was hier sind so Sachen drin. Ich muss erstmal richtig klarkommen. Also, was sind denn hier an Beauty-Produkten drin? Das ist das, was mich am meisten interessiert. Ein Nagellack 03 Peach Perfect. Super Sommerfarbe. Oh, das ist cool. Dann haben wir so ein Translucent Powder von Trended Up. Also so ein Finish Powder, was man ganz am Ende übers komplette Make-up gibt und dass das dann matt ist. Da ist dann noch dieser... Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss von Essence ist ja einer drin in der Farbe. Elf for a Night Out, aber die Namen sind ja richtig kreativ. Echt kreativ. Dann noch von Colorista. Hätte man sich denken können, nee, Colorista. Ups, fail. Von Colorista ein One Day Color Pink Hair. Das fände ich auch mal interessant, ob das hier drauf geht. Also, das könnte ich ja mal ausprobieren. Das mal auf die Haare zu sprühen und gucken. Könnt ihr auch mal sagen, ob ich das mal testen soll auf dunkelbraunen Haaren, fast schwarz. Dann ist hier auch das Emoji-Deo drin. Und das ist ja witzig. Voll gut, dass ich letztes Mal das Gelbe geholt habe und nicht das Blaue, denn jetzt habe ich das Blaue auch. Riecht irgendwie nach Kokos. Ist da Kokos drin, ne? Steht hier nicht drauf, riecht aber nach Kokos, riecht aber sehr frisch und lecker. Zwei Produkte von Alverde. Krass, das war letztes Jahr auch drin. Der Powder Concealer in Beige. Und dann noch ein Lippenstift in der Farbe 27 Dusty Pink. Und die Farbe sieht echt gut aus. Die Farbe sieht echt gut aus. Schön. Weiter geht's. Noch ein Nagellack und zwar in so einem grünen Ton. In der Farbe 353. Das kenne ich nicht. Das ist anscheinend ein Make-up-Verblenderer von für ein gleichmäßiges Ergebnis ohne Ränder. Die Form sieht echt witzig aus. Ist so wie die Spitze von so einem Beauty-Blender. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das gut klappt. Das würde ich auch gerne mal testen. Weiter geht's. Dann haben wir noch ein Deo von... Das ist kein Deo. Was laber ich da? Das ist ein Trockenshampoo. Ich habe noch nie ein Trockenshampoo benutzt. Also ich kann das auf jeden Fall nicht gebrauchen. Aber ja, dann kommt das auf jeden Fall auch, ne? Wisst ihr Bescheid. Bleibt bis zum Ende dran für die Verlosung. Yay! Das ist anscheinend Gel. Und da steht, dass man noch eine LED-Lampe braucht. Auf jeden Fall kann man sich damit dann Gelnägel machen. Das ist ganz cool. Ihr wisst ja, manchmal mache ich meine Gelnägel auch selber. Und ich habe auch eine LED-Lampe zusammen. Eine LED-Hampe. Nee. Eine LED-Lampe zu Hause. Also kann ich das ja vielleicht auch mal dann ausprobieren. Dann ist hier noch eine Karte, nobody cares, eine Maske, keinen interessiert, ein Code, ist es egal, ein Popsocket, das ist interessant, ein Rasierer, und zwar der Wilkinson Hydro Silk Rasierer mit 5 Klingen, sind da 5 Klingen drin, wenn da 5 Klingen drin sind, das sind keine 5 Klingen, ach nee, der Rasierer hat 5 Klingen, ich habe gedacht, da wären 5 Klingen noch dazu drin, aber dann hätte man ja schon richtig gespart, ganz wichtig, was jetzt kommt, und zwar... Ultra bin super wichtig. 3-in-1. Protection, Comfort und Fit. Körperbetonte Passform. Geile Sache. Dann so ein Sticker von den Webstars, aber interessiert mich nicht, weil ich da nicht drinne bin. Keiner hat mich gefragt. Diese, kennt ihr das? Diese Konzentrate? Das sind kaschiert sofort Fältchen, Glanz und Poren. Finde ich auch witzig. So, da sind überwiegend auf der Glow eigentlich nur so jüngere Mädchen und dann einfach kaschiert Fältchen. Aber egal. Dann war da noch so ein Augenbrauenstift drin. Das ist super, weil das ist meine Farbe. Ich benutze immer so einen dunkelbraunen Augenbrauenstift.
Oh, das ist ja cool. Hier ist dann jetzt noch so ein von Mr. Strap, so ein, was man hinten ans Handy macht, um das festzuhalten. Ich habe mein Popsocket. Das brauche ich auf jeden Fall dann nicht. Das war die Glow Goodie Bag. Letztes Jahr hat mir die Glow Goodie Bag besser gefallen als dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem war die Auswahl gut. Und es ist eigentlich neutral gehalten, sodass wirklich jeder, der diese Goodie Bag bekommt, dass der damit auch zufrieden ist und alle Produkte verwenden kann. Dann noch solche random Produkte, die ich so bekommen habe beim Rumgehen. Einmal war da so eine, die hat so eine Kiste gehalten und dann stand da so, ja, meint die so, ja, jeder nimmt nur eins. Also rein, ich so, zwei, hallo? Ich habe eine Community, die ich beschenken will. Und dann habe ich da halt zwei rausgeholt. Bin von der anderen Seite nochmal da hingegangen und habe dann noch eine Sache rausgeholt. Zweimal diese Smoky Eyes Lidschattenpalette von Essence. Also so ganz klein, kompakt gehalten, aber die Farbauswahl, also die drei Farben passen mega gut zusammen. Also als für Anfänger auch richtig gut. Und zwar ist das die 02. Diesen Lippenstift. Und zwar ist das neu. Prisma Glow 17. Oh, okay, gut. Das ist, glaube ich, wie so ein Lipgloss. Und ich sehe auf jeden Fall, dass das glitzert. Und es wäre ja ganz cool, wenn das auf den Lippen auch glitzert, ne? Dann gab es von BB noch so diese neuen Tagespflege, Nachtpflege, Cremes, Pinsel von Lancôme. Der Pinsel ist oben viereckig. Das heißt, der ist einfach, das ist kein Pinsel wie sonst, ne, dass die so in alle Richtungen gehen, sondern der ist oben gerade an den Seiten, gerade, der ist einfach eckig, quadratisch. Habe ich noch nie gesehen. Dann habe ich hier noch eine Nagelfeile von P2 und zwar diese mit den vier Schritten. Feilen, polieren und ja, glätten und dann noch die Handcreme. Handcreme habe ich echt viel Handcreme. Auf jeden Fall ist das die von P2. Und dann habe ich noch Wonderbrow Gel. Und ganz ehrlich, da bin ich ja richtig gespannt. Soll bis zu 3 Tage halten. Und wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ich das teste, bin ich auf jeden Fall dabei. Noch von Purelei so ein Haargummi bekommen. Ganz süß eigentlich, so riecht sommerlich. Hier mit Flamingos, mit Blumen. Hier steht noch Aloha drauf. Und das sind Haargummis, die man auch als Armbänder benutzen kann. So ein Armband. Ich finde die Verpackung eigentlich mega süß. Und da war dann... Sieht ganz süß aus. Hier ist auch wieder ein Flamingo und eine Palme. Ja, das war's. Das waren wirklich, wirklich mega viele Produkte. Also dieses Mal bin ich bei der Glow echt... Also... Das ist ja eine komplette Schminksammlung eigentlich schon, was man da bekommen hat. Also richtig krass auf jeden Fall. Danke an alle, die... da die Produkte so beigesteuert haben, damit man so geile Goodiebags bekommt. Mega cool. So, jetzt kommen wir zu der Verlosung. Ich glaube, darauf haben die meisten sich gefreut. Ich habe einfach von allem etwas in einen Topf geschmissen und werde euch das Bild jetzt hier einblenden. Dann könnt ihr nochmal sehen, welche Produkte das jetzt geworden sind. Die Verlosung wird über Instagram laufen. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Die Verlosung wird 2 Wochen gehen und ihr müsst dafür dann 3 Freunde markieren. Mir auf jeden Fall hier auf YouTube folgen, denn das ist ja auch hier für meine Abonnenten gedacht. Und ihr müsst mir auf Instagram folgen, das Bild liken und dann könnt ihr teilnehmen. Und ich hoffe einfach, dass ihr zahlreich teilnehmt und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück. Dann, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welches der Produkte ich näher testen sollte. Das war jetzt eher nur wirklich, ich habe euch so gezeigt, was da drin war. Und wenn ihr wollt, dass ich ein paar von den Produkten näher teste, schreibt mir das in die Kommentare. Hätte ich auf jeden Fall super Bock drauf. Und dann würde ich sagen, verlinke ich euch hier noch 2 Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.